Morgen. Darf ich fragen, was das soll? Kommen Sie im Auftrag von Herrn Böller oder vom Denkmalamt? Weder noch. Ich wollte jemand bei Ihnen abliefern. Bei uns? Also, Entwarnung. Aber Sophie, geh bitte wieder auf deinen Posten. Alles klar. Hallo? Ja. Wir haben gestern Nacht eine Razzia gemacht, in der Disco in Lachten Mühle. Und da haben wir sie aufgegabelt. Völlig betrunken. Und weil sie sich nicht ausweisen konnte und sich weigert, ihren Namen oder Adresse zu sagen, haben wir sie über Nacht in die Ausnüchterungszelle eingebuchtet. Aber die ist doch maximal 15 oder 16 Jahre alt. Das ist es ja. Eigentlich hätte sie um die Zeit gar nicht in der Disco sein dürfen. Mhm. Ohne Begleitung. Geschweige denn Alkohol konsumieren. Jedenfalls, ich will ihr ersparen, dass sie in die Mühlen der Bürokratie kommt. Vielleicht kriegen Sie mehr aus ihr raus? Herr Meier, Sie sind ein Mensch geblieben in Uniform. Kompliment. Naja, das Kompliment kann ich postwendend zurückgeben. Ach. Na, dann komm mal raus. Ich weiß schon nicht. Sonst muss ich dich wieder mit aufs Revier nehmen. Ich bin Schwester Lotte und du? Susanne. Na also, geht doch, wenn man will. Es gäbe Frühstück. Schwester Lotte, falls Sie mich noch brauchen, Anruf genügt. Mach ich, Herr Meier. Von Marketing verstehe ich nun mal leider mehr als ihr alle. Und eins steht fest: Wir brauchen mehr Werbung. Internet allein reicht nicht. Radio, Fernsehen und Presse. Und vor allem, wir brauchen. Mir nicht. Wir brauchen einen Vertreter. Es sei denn, wir ziehen selber durch die Lande und klappern alle Apotheken ab. Das fehlte noch. Eine Nonne als Alkoholvertreterin. Agnes, unser Kräutergeist ist ein Medikament und kein Alkohol. Das glauben aber auch nur Sie. Ich bin keine Nonne. Stimmt. Barbara, wieso? Ich kann mich doch nützlich machen. Du kannst doch nicht mal einem Ertrinkenden einen Rettungsring verkaufen, so schüchtern wie du bist. Ich habe einen Gast mitgebracht. Das ist Susanne, das ist Schwester. Schwester Agnes. Barbara. Julia. Felicitas. Komm, setz dich. Ja, setz dich doch. Ich muss sowieso los. Bis später. Cooles Outfit. Trägt man das jetzt in der Szene? Nehmen wir doch Butter und Marmelade. Wurst gibt's leider nicht, weil unsere Küchenchefin Gesundheitsfanatikerin ist. Aber Käse ist noch im Kühlschrank. So, du bleibst hier sitzen und frühstückst. Wir kommen gleich wieder. Die lustigen Weiber von Windsor, oder? Was soll das werden? Hier kommen keine rein, ohne die Genehmigung der Ordensleitung. Das ist ein uraltes, verbrieftes Recht. Was? Sie sollten vielleicht hin und wieder Ihre Post lesen. Jedenfalls das Einschreiben unseres Anwalts müsste längst im Rathaus erschienen sein. Meinen Sie, diese listenreiche, 20-seitige Abhandlung von Ihrem Glaubensbruder Steiner, die der für Gotteslohn aus irgendwelchen schweinsledernen Folianten zusammengekleistert hat? Nennen Sie es, wie Sie es wollen. Wir stehen hier jedenfalls auf gesicherter gesetzlicher Grundlage. Und was Sie machen, ist Hausfriedensbruch. Das ist nicht Ihr Haus. Ja? Ich weiß nicht, wann Sie das endlich mal begreifen wollen. Dieses Kloster gehört der Gemeinde. Sie klingen schon wieder wie Ihr eigenes Echo. Solange wir gemeinnützig sind und Sie keine Mehrheit im Gemeinderat bekommen, ist das unser Kloster. Und in unser Kloster kommt nur rein, wer eingeladen ist. Und Sie sind nicht eingeladen. So einfach ist das, Herr Böller. Tut mir leid, meine Herren, aber der Termin ist wieder mal geplatzt. Also wenn Sie glauben, dass Sie damit durchkommen, ja, haben Sie sich geschnitten. Das nächste Mal komme ich mit einem richterlichen Beschluss und der Polizei.
trotzdem unbedingt über die Werbung reden und wie wir das angehen wollen. Lange können Sie den Wöller nicht mehr hinhalten und dann brauchen wir Geld für die Sanierung. Ich weiß, ich weiß. Soll ich noch weiter Wache schieben? Nein, 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 du kannst auch gehen. Aber was macht denn Barbara? Die hilft Agnes und Felicitas. In der Stille. Mhm. Na, Hunger hast du wenigstens. Ja, bei den Bullen gibt es ja nichts. Du kannst von Glück reden, dass du an einen wie den Wachtmeister Meier geraten bist. Warum willst du mir eigentlich nicht sagen, wo du hingehörst? Bist du aus Kaltental oder bist du von zu Hause ausgerückt? Bitte, Susanne. Ich verspreche dir auch, dass du nichts tun musst, was du nicht wirklich willst. Ehrenwort. Meine Eltern sind geschieden. Ich verstehe. Ich habe zuerst bei meiner Mutter in München gelebt. Aber ich komme nicht mit ihr klar. Dann bin ich zu meinem Vater, aber der ist genauso doof wie meine Mutter. Doof? Naja, nichts darf man. Und ständig dieses Rumgemäkele. Aber Sie wissen schon, nichts passt ihm. Wie ich aussehe nicht, wie ich angezogen bin und nicht mit wem ich rumhänge. Und der Hammer ist, jetzt will er auch noch, dass ich weiter zur Schule gehe. Dabei habe ich meine mittlere Reife und will endlich selber Geld verdienen. Und womit? Aber Sie lachen mich nicht aus. Nein, sicherlich nicht. Ich will eine Schreinerlehre machen und später vielleicht mal alte Möbel restaurieren oder Instrumente. Ich habe mal Gitarre gespielt. Aber dann beim Umzug nach München ist sie kaputt gegangen, weil einer der Möbelpacker draufgetreten ist. Naja, und da ging es dann irgendwie nur noch bergab. Ich weiß auch nicht. Bist du fertig mit dem Frühstück? Ja. Gut. Dann hilf mir, den Tisch abzuräumen und Geschirr zu spülen und dann rufst du deinen Vater an. Er wird sich sicherlich Sorgen machen. Du kannst vom Büro aus telefonieren. Du kannst auch die Tür hinter dir zumachen, um dein Inkognito zu wahren. Wenn Sie wüssten, wer mein Vater ist, dann würden Sie mich verstehen. Was für ein seltener Besuch. Ich sehe Sie ja auch nicht gerade häufig beim Gottesdienst. Letzten Sonntag hatte ich Dienst und Sonntag davor bin ich mit Grippe im Bett gelegen. Aber was kann ich für Sie tun? Sie müssen mir bloß versprechen, dass Sie das mit äußerster Diskretion behandeln. Selbstverständlich. Lass uns mal kurz allein, Eugen. Bitte nehmen Sie Platz. Meine Tochter ist seit gestern Abend überfällig. Zugegeben, wir hatten eine ziemlich heftige Auseinandersetzung, bei der mir die Hand ausgerutscht ist. Ich dachte, Ihre Tochter ist damals mit ihrer Ex-Frau nach München. Da habe ich schon angerufen. Sie ist auch nicht bei ihrer Mutter. In dem Fall habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute ist, ich glaube, sie ist bei den Schwestern im Kloster Kaltental. Wie bitte? Und die schlechte? Wir haben sie gestern in völlig betrunkenem Zustand in der Disco in der Alten Mühle aufgegriffen. Das muss eine Verwechslung sein. Meine Tochter trinkt nicht. Außerdem würde sie nie zu irgendwelchen Nonnen gehen. Sie heißt doch Susanne, oder? Das sehen Sie es. Sie heißt Katrin. Also bitte, vielleicht informieren Sie Ihre Kollegen, falls Sie Katrin sehen sollten. Ich habe leider ein altes Foto von ihr, als sie 10 Jahre alt war, vor der Scheidung. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich mit ihr anfangen soll. Jetzt will sie auch noch die Schule hinschmeißen und eine Schreinerlehre machen. Ausgerechnet Katrin, die in ihrem ganzen Leben noch nie etwas durchgehalten hat. Alles nur Eintagsfliegen. Das Ballett, die Gitarrestunden. Na gut, das ist ja nicht ihr Problem. Ich wollte das nur der Ordnung halber gemeldet haben. Das ist jetzt auch unser Problem. Wir werden sie finden, wenn sie noch in Kaltental ist. Aber bitte diskret. Als Pastor kommt man so schnell ins Gerede. Seien Sie ganz beruhigt. Sie hören von mir.
Danke, Sir. Ihre Krawatte sitzt nicht verreckt. Ach. Blattläuse. Maya, ich bin's, Schwester. Gibt's was Neues? Ich weiß nicht. Ziemlich seltsame Geschichte. Eben war der Pastor hier, Pastor Reile, und hat seine Tochter als vermisst gemeldet. Erst dachte ich natürlich, es sei diese Susanne bei Ihnen. Aber seine heißt Katrin und auf dem Foto, was er dabei hatte, sieht sie auch ganz anders aus. Außerdem ist sie auf dem Foto erst 10. Moment, das haben wir gleich. Katrin? Ja, Moment. Das Rätsel ist gelöst. Danke, Herr Meier. Ach, ich habe noch eine Bitte. Ich würde es gerne dem Vater selbst schonend beibringen. Das war raffiniert, Schwester. Ja, gerne. Was ist? Das dachte ich mir. Danke, Herr Meier. Die Polizei schon wieder. Dein Vater war auf dem Revier. Du bist Katrin Reile, die Tochter des Pastors Reile. Blödsinn. Warum hast du denn dann vorhin reagiert, als ich Katrin gerufen habe? Haben sie nicht. Hast du getrunken? Nein. Die Flasche war heute Morgen noch voll. Das weiß ich zufälligerweise ganz genau, weil Barbara sich damit ihren Mückenstich eingerieben hat. Okay, okay, dann wissen Sie es halt. Mein Vater ist der Pfarrer und ich bin Alkoholikerin. So, und jetzt gehe ich. Katrin! Ich weiß, ich sollte nicht so rechthaberisch sein, aber wir haben uns doch eigentlich ganz gut verstanden, oder? Schon, aber ihr Erwachsenen seid doch trotzdem alle gleich. Ihr glaubt, ihr wisst genau, was läuft. Und alle sollen so werden wie ihr, langweilig und spießig. Ja, das ist doch krank. Mein Vater rennt ständig zum Arzt mit seinen Magengeschwüren. Und meine Mutter schluckt ihre Depression mit Pillen runter. Tja, und ich trinke eben einen, wenn ich schlecht drauf bin. So was, das tun doch alle, sie doch auch, oder? Komm. Na komm, wohin? Setz dich schon mal in den Wagen herein. Ich sage nur noch mal schnell den anderen Bescheid, komm. Aber nicht zu meinem Vater. Das habe ich auch nicht vor. Felicitas, ich muss noch mal kurz weg mit dem Mädchen. Also wartet nicht mit dem Essen auf mich. Was ist denn mit dem Kind? Ich weiß jetzt, wer sie ist. Wer ist sie denn? Felicitas! Wo bleibst du denn? Ich brauche doch neue Etiketten. Ich gehe ja schon. Lotte hat mich aufgehalten. Oder? Ja, Frau Labern. Gut, dass Sie anrufen. Machen Sie mir so schnell wie möglich einen Termin mit Schmidtmeier vom Landgericht. Ja, die Nonnen glauben, sie könnten sich der Amtsgewalt widersetzen. Nur weil ihre Anführerin kurz mal Bürgermeister war. Was gibt's denn da zu lachen? Das Übliche. Ich werde jetzt gegen die Hühner andere Geschütze auffahren. Wo gibt's denn sowas? Was? Für Mausi? Ja, gut, werde ich besorgen. Mausi? Ist das eine Dame von Ihrer Kontaktanzeige? Das ist Mausi. Süß, gell? Süß. Ja, wenn ich es dir sage. Ja, ich kann doch nicht mit dem Panzer drüber fahren, die Nonnen platt machen. Geht nicht, na also. Aber keine Sorge, ich werde heute Mittag persönlich beim Landgericht einen Vollzugsbescheid aus Dr. Schmidtmeier rausleiern, ja? Und da wollen wir mal sehen, wer den längeren hat. Atem natürlich. Ja? Wo ist meine Katze? Nee, ich ruf dich zurück. Sag mal, welcher Hornochse hat denn die Tür zu meinem Büro aufgelassen? Entgegen meiner strikten Anweisung. Herr Steffen hat vorhin Papier für das Fax geholt. Aber ich habe die Tür wieder zugemacht. Fühlen Sie sich beide als entlassen, falls diesem Tier irgendetwas zustoßen sollte. Mausi? Wo bist du, Mausi? Ja, was ist? Suchen Sie! Ja? Das Tier ist keine 10 Wochen alt und braucht sehr viel mütterliche Liebe und Fürsorge. Herrgott nochmal, was würden Sie denn sagen, wenn man Sie Ihrer Mutter wegnimmt? Mit 10 Wochen? Ja, mit einer Schuhschachtel vor eine fremde Tür stellt. Da möchte ich Sie mal sehen, wie Ihnen dann zumute ist. Ja, das möchte ich mal sehen. Mausi? Mausi, wo bist du? Mausilein? Ja?
Ja, ich habe jetzt keine Zeit, Frau Labern. Mausi ist verschwunden, also verschonen Sie mich. Moment mal, ich versuch's gleich nochmal. Ja, ich bin's wieder. Ihre Katze ist im Rathaus. Was? Ja, Sie haben sie doch heute früh extra vorbeigebracht, weil Sie mit den Herren vom Denkmalamt unterwegs waren. Wo hab ich denn nur wieder meinen Kopf? Und wie geht es, Mausi? Och, wir haben Kaffeesahne geschlabbert. Geschlappert. Und ein bisschen mit dem Wimpel vom FC gespielt. Mhm. Und jetzt liegen wir glücklich in den Armen von der Mutter Oberin, mit der Sie einen Termin haben, den Sie wohl auch vergessen haben. Ach du Schande. Hab ich ganz vergessen. Ja, ich bin in 5 Minuten bin ich da, ja? Kommando zurück. Mausi ist wieder da. Wo? Da stellen Sie keine Fragen, das ist mein Job. Von Ihnen erwarte ich Antworten. Wenn was ist, ich bin im Rathaus. Bei Mausi. Und allmählich rastet der aus. Was heißt denn hier allmählich? Der hat sie nicht mehr alle. Ist sie nicht wunderschön? Die Tochter von Herrn Müller geht zu uns in den Kindergarten. Da bekomme ich bestimmt einen guten Preis. Sie wollen mir die Gitarre schenken? Schenken ist zu viel gesagt. Ich brauche im Moment jeden müden Cent. Aber wenn du dein erstes Lehrgeld bekommst, dann kannst du es mir ja zurückbezahlen. Schwester Lotte, grüß dich. Gott. Grüß Sie, Herr Müller. Hallo, grüß dich. Hallo. Hallo. Sie sind einmalig. Jetzt probier sie erst mal aus, vielleicht taugt sie ja nichts. Beinahe hätte ich sie mir selbst gekauft. Sie hat mir irgendwie leid getan zwischen all dem Trödelkram. Sie sieht aus, als hätte sie schon mal bessere Zeiten erlebt. Schwester? Hallo. Nur zu Ihrer Information. Sie stehen auf dem Parkplatz, der für den Bürgermeister reserviert ist. Vorhin war kein anderer frei, Entschuldigung. Ah ja. Da Sie schreiben können, offenbar, können Sie sicher auch lesen. Bürgermeister. Weil die Sache ist die, wenn kein Parkplatz mehr frei ist, dass wenigstens der Bürgermeister einen hat. Aber das nur am Rande. So, hier bin ich. Und wo ist das Katzenstreu? Das wollten Sie doch mitbringen. Das habe ich im Kofferraum, wenn Sie so nett sind. Frau Reuter, ich bin untröstlich. Aber wenn Sie wüssten, mit was ich mich heute schon rumschlagen musste, aber wie ich sehe, hat Mausi Ihnen ja die Zeit angenehm verkürzt, ist sie nicht golden. Irgendwer hat ja mal gesagt, Tiere seien die besseren Menschen. Also Mausi vielleicht, aber ich weiß nicht, ob mit Kakerlaken oder Regenwürmern, naja. Herr Wöller, kommen wir zur Sache. Bitte sehr. Aber wenn ich vorher noch was sagen darf, also was sich Ihre Stellvertreterin heute vor Ort geleistet hat, ja, das grenzt an Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ist nicht süß? Also ich kam verabredungsgemäß mit Diplom-Ingenieur Rohwetter und dem Denkmalpfleger Pfister zum Termin in Ihrer Filiale. Und ich traue meinen Augen nicht. Da stehen Ihre Damen, ja, und versperren händchenhaltend die Einfahrt. Sind Sie fertig? Also so geht's nicht, Schwester. Bei aller Liebe nicht. So geht's nicht. Herr Wöller. Ist sie nicht süß? Mausi. Wir beide wissen, dass dieses Gutachten von Ihnen bestellt und von Ihnen bezahlt ist. Und wir wissen auch, wie das Fazit des Gutachters aussehen wird. Was? Schwamm im Gemäuer, Holzwurm im Gebälk, Grundwassereintritt und so weiter und so weiter. Also was Sie mir da unterstellen wollen... Darf ich mit meinen Ausführungen zu Ende kommen? Bitte. Jetzt habe ich vergessen, wo ich stehen geblieben bin. Bei und so weiter und so weiter. Danke. Ja, was ich sagen will. Wir können uns eine Menge Ärger und Kosten ersparen, weil sich die Sachlage meinerseits grundlegend geändert hat. Ich gedenke, mein Amt niederzulegen und möchte mein Haus bestellt sehen, bevor ich abtrete. Abtreten? Ja, aber warum, wenn ich fragen darf? Ja, persönliche Gründe. Aber Sie sind der Erste, dem ich das anvertraue. Und ich möchte Sie bitten, es für sich zu behalten, wie auch alles andere, was ich Ihnen noch zu sagen habe. Sie können völlig beruhigt sein.
Au. Aber Mausi, das macht man doch nicht. Das hat sie gar nicht gerne, wenn man sie im Bauch streichelt. Ist ja schon gut, ist ja nichts passiert. Das merkst du nicht, Mausi. Ich möchte Sie jedenfalls bitten, etwas Geduld zu haben. Eine Entscheidung meinerseits steht unmittelbar bevor. Ich werde den Stand der Dinge in den nächsten Wochen vor Ort überprüfen und Ihnen dann einen endgültigen Bescheid zukommen lassen. Vor Ort? Das heißt, Sie wollen da leben, wochenlang? Mit Klo auf der Treppe und riesigem Kalk auf dem Bett? Also ich war da nur am Wochenende, ja, damals bei dem ersten Seminar, aber das hat mir gereicht. Ich werde es überleben. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich Armut gelobt. Hast du es gehört, Mausi? Armut mit Chauffeur und bester Lage, büromäßig gesehen, in der City? Das gehört zum Amt, nicht zu mir. Ich persönlich besitze gar nichts, nicht einmal eine Katze. Sie hören von mir. Und bis dahin, bitte, keine weiteren unnötigen Vorstöße Richtung Kongresszentrum. Von mir aus gern. Frau Laban, dürfte ich Sie bitten? Auf Wiedersehen, Mutter Ober. Auf Wiedersehen. Herr Böller! Haben Sie schon gehört? Die Schwester Oberin dankt ab. Wie meinen Sie? Ja, wie ich sage, sie geht. Das Kongresszentrum ist besiegelt, Frau Laban. Wir haben gesiegt. Ja, von mir aus, aber was fange ich denn damit an? Sie haben das Katzenklo vergessen. Das Katzenklo interessiert mich nicht. Ich habe nur schnell ein paar Brezeln geholt. Möchten Sie auch eine? Nein, nein, danke. Und wohin jetzt? Ins Kloster? Wir fahren zu der Stelle im Wald. Wald? Jetzt? Ja, jetzt. Gut. Dann eben in den Wald. Kann ich bitte die Schwester Lotte sprechen? Und wer spricht da? Ach so. Ein Moment, ich glaube, die ist im Hof. Schwester Lotte? Ja? Telefon. Wer? Eine Schwester Hildegard, es sei dringend. Ach, ich komme. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Ich wollte Sie nur vorwarnen, wir sind auf dem Weg zu Ihnen gleich. Die Mutter Oberin? Ja, vorher war sie ziemlich lange Zeit bei Bürgermeister Wöller. Und jetzt sind wir hier am Bach und sie steht mit den Füßen im Wasser wie ein kleines Mädchen. Ja, der Mutter Oberin ist nichts Menschliches fremd. Seit ich sie am Montag in Bad Gastein von der Kur abgeholt habe, stimmt was nicht mit ihr. Also seien Sie auf der Hut. Danke. Was wollte sie eigentlich bei Wöller? Keine Ahnung. Aber ich muss jetzt Schluss machen, da kommt sie gerade. Bis gleich. Ich glaube, ich komme auf Ihr Angebot zurück. Ich habe schon seit Ewigkeiten keine Brezel mehr gegessen. Das tut mir jetzt aber leid, ich habe sie schon selber gegessen. Naja, macht nichts. Dann ein andermal. Fahren wir. Thank you.
Hermann! Schau mal, wer da kommt. Das ist der Onkel Hermann. So sieht der aus. Schau mal dahin. Sag mal, bist du schwer von Begriff? Ich hab dir doch gesagt, dass ich keine Katze will. Das ist meine Katze. Also reg dich wieder ab. Was willst du denn? Hoffentlich keine schlechten Nachrichten. Davon hatte ich heute schon genug. Wir haben eine gute Nachricht, gell? Nicht zu sagen eine exzellente. Besser könnte sie gar nicht sein. Na, jetzt red schon. Die Schwester Oberin war bei mir. Ja, und hat mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitgeteilt, dass sie ihr Amt niederlegt. Wir haben es geschafft, Hermann. Ja. Die will das Kloster loswerden, bevor sie sich ausblendet. Ja, und wann wird das sein? Nächsten Morgen, hat sie gesagt. Ja, bis dahin bist du sowieso mit deiner Kläranlage beschäftigt. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ja, ich möchte das Gesicht sehen von der Schwester Lotte, wenn ich ihr das sage. Gell, Mausi? Da sind wir gespannt. Sehen wir uns heute Abend im Ochsen. Nee, ich kann nicht. Ich muss mit Mausi zum Tierarzt. Ich glaube, sie hat die Milben oder so. Sag mal, weißt du, was das ist? Schau mal in die Ohren rein. Gib mir weg mit der Katze. Der Onkel Hermann meint das nicht so. Das ist eigentlich ein Tierfreund. Wir sehen uns ja dann sowieso am Sonntag beim Heimspiel gegen Amberg, ja? Da kommst du auch mit Mausi. So, jetzt mal ein Auto. Brumm, brumm. Brumm, 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 brumm. Wo alles Lust und Klang, das ist mein Herbstes Leide, mein letzter Gang. Entschuldigt bitte. Ich wollte euch nur sagen, die Mutter Oberin wird jeden Moment hier sein. Ich muss noch mal weg, aber Felicitas wird sie in Empfang nehmen. Sie kommt doch hoffentlich nicht wegen mir? Nicht, dass ich wüsste. Sie weiß ja noch von nichts. Aber es wäre eine gute Gelegenheit, ihr zu sagen, dass du ein Kind erwartest. Lotte, willst du mal probieren? Ich meine nur dran riechen. Das riecht doch wie eine sonnenbeschienene Lichtung im Wald. Oder eine frisch gemähte Wiese. Das ist ein guter Werbeslogan, den solltest du dir merken. Kann ich dich mal kurz sprechen? Nur 5 Minuten. Ist in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Ich schaff das schon. Ich, mein stilles Tal, grüß dich 1000 Mal. Das ist mein herzlich leider. Die Mutter Oberin wird bestimmt enttäuscht sein. Sie war so lieb zu mir, als ich wieder in den Orden eintreten wollte. Und jetzt? Jetzt hab doch keine Angst. Ein Kind ist etwas Wunderschönes. Und alleinerziehende Mutter zu sein, ist heutzutage nichts Besonderes mehr. Also freu dich darauf. Aber im Kloster kann ich dann doch nicht bleiben. Auch dieses Problem werden wir lösen. Barbara, ich brauche deine Hilfe. Ihr hattet doch sicherlich in der Praxis Fälle von Alkoholismus. Schon, warum? Wo hat Dr. Richter die Patienten hingeschickt? Na, zu den Anonymen oder in eine Therapie, wenn sie sich das leisten konnten. Meinst du, du könntest Katrin dazu bewegen, da hinzugehen? Es ist so schlimm mit ihr. Na, mittlerweile gibt sie es wenigstens zu. Aber wenn du als junger Mensch das verklickerst, dann hat das bestimmt Erfolg. Ich kann es versuchen. Aber lass dich nicht unterkriegen. Ich muss noch mal schnell wohin. Ich bin spätestens so in einer halben Stunde wieder zurück. Viel Erfolg! Bis Gott! Bis Gott! Herr Pastor? Sie? Dann ist meine Tochter doch bei Ihnen. Richtig, ich hätte Sie auch schon viel früher angerufen, wenn Ihre Tochter mich nicht verkohlt hätte. Aber naja, wie soll ich sagen? Sie hat Angst vor Ihnen. Sie hat Angst vor mir. Ich habe Angst vor ihr. Das Kind macht, was es will. Ohne Rücksicht auf mich und sonst wen. Katrin wurde nach der Scheidung völlig aus der Bahn geworfen. Neue Schule, neue Umgebung. Die Scheidung war nicht meine Idee. Tatsache ist, dass Ihre Tochter ein Alkoholproblem hat. Jetzt fangen Sie auch noch damit an. Sie hat in dieser Disco vielleicht 1 oder 2 Gläser getrunken. Und da sie es nicht gewöhnt ist, hat es sie umgehauen. Sie trinkt seit ihrem 14. Lebensjahr. Sie hat mir das gestanden, Herr Pastor. Die Vergangenheit kann man nicht zurückdrehen. Aber die Zukunft, die kann man ändern. In erster Linie sollten Sie sich mal mit Ihrer Tochter aussprechen. Und nicht von Vater zu Tochter, sondern von Mensch zu Mensch. Mit 16 Jahren ist man doch kein Kind mehr. Und Gottlob weiß Ihre Katrin ganz genau, was sie will. Nämlich eine Lehre machen in einer Schreinerei. Das ist doch ein sehr schöner Beruf, oder etwa nicht? Mit dem Zeugnis kriegt sie doch nirgendwo eine Lehrstelle. Mit einem Vater als Pastor schon. Das hilft. Man muss es nur versuchen. Und wie?
Sie müssen Katrin davon überzeugen, zu den anonymen Alkoholikern zu gehen. Zu den Anonymen? Ja, nicht hier. In München vielleicht, wenn Sie Angst vor dem Gerede haben. Glauben Sie mir, das ist der einzige Weg. Seit dem 14. Lebensjahr. Gott, das arme Mädchen. Reden Sie mit ihr. Sie lieben doch Ihre Tochter, oder nicht? Also zeigen Sie es ihr. Das ist alles, was sie braucht. Und wann kann ich sie sehen? Heute Abend. Grüß Gott, Schwester Hildegard. Hey, grüß Gott, Schwester Lotte. Bitte, Katrin. Alleine schaffst du das nicht. Alleine schafft das keiner. Das sind doch nur Penner in dem Verein. Da täuscht du dich aber gewaltig. Das sind Menschen, von denen man das gar nicht erwartet. Das ist keine Schande. Im Gegenteil. Dazu braucht man ganz schön viel Mut und Kraft. Wie viel trinkst du denn? Naja, eigentlich trinke ich immer. Nur nicht zu viel auf einmal. Immer schön auf dem Level bleiben. Dann fällt's nicht auf. Plateau trinken heißt das. Okay, wenn du mitkommst, probier ich's. Einverstanden. Ach, schon gut. Wo ist eigentlich Schwester Lotta? Da kommt sie gerade. Sie sagen mir doch bitte nicht. Nein, nein. Hatten Sie Gelegenheit, meinen Roman zu lesen? Ja, aber darüber reden wir besser ein andermal. Welch eine Überraschung! Tun Sie nicht so. Sie wussten genau, dass ich komme. Nicht wahr, Schwester Hildegard? Welchen Umstand haben wir denn Ihrem Besuch zu verdanken? Ja, ich habe mich entschlossen, hier für eine Weile das Heft selbst in die Hand zu nehmen. Heft? Sie meinen, Sie wollen... mich für ein paar Wochen hier niederlassen. Um mich selbst vom Fortschritt, von der Effektivität Ihrer Geldbeschaffungsmaßnahmen zu überzeugen. Und jetzt hätte ich gerne eine Brezel. Sie haben nicht zufällig eine im Haus. Ich fürchte nicht, aber kommen Sie doch herein. Einen Augenblick bitte. Was ist mit mir? Sie bleiben selbstverständlich auch hier, Schwester Hildegard. Es wird viel zu tun geben. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Barbara, sei so lieb und mach der Mutter Oberin einen Tee. Sicher. Und, wen haben wir da? Ein Gast, das ist Katrin, die Tochter von Pastor Reile. Unsere Mutteroberin. Und du spielst Gitarre? So lala. Na, dann lass mal hören. Würden Sie mir mein Zimmer zeigen? Und Schwester Hildegard auch? Ich weiß nicht, ob die Betten bezogen sind. Ich will auch nicht schlafen. Bitte. Ja, so war das früher. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett. Mit der Renovierung bekommen wir hier ein schönes Badezimmer hinein. Schwester Hildegard, vielleicht fahren Sie nach München und holen Ihre und meine Sachen. Ich brauche nur die kleine Reisetasche. Die ist sowieso immer gepackt. Dann ist das also kein Scherz. Schwester Hildegard, ich scherze nicht. So gut sollten Sie mich eigentlich kennen inzwischen.
Danke, Schwester. Bitte. Film. Das ist cool. Wie wär's denn mit der neuen Jane Austen-Verfilmung? Die hat Barbara schon gesehen. Ja, aber ich bin Batman. Okay, wer zuerst da ist, darf entscheiden. Ich gewinne! Ach du Schande. Die Mutter Oberin ist da. Ja, und warum fährt sie allein wieder weg? Die Mutter Oberin ist da? Ja, und sie wird auch eine Weile bei uns bleiben. Also macht mir ja keine Schande. Ja, und warum? Wahrscheinlich, um uns zu zeigen, wie es geht. Eins ist ja beruhigend. Ich dachte nur, ich habe Probleme mit meinen Eltern. Aber es sind ihre Mutter Oberin, sind ja auch nicht gerade ein Herz und eine Seele. Oh. Eine Seele schon, nur mit dem Herzen hapert's. Was heißt ihr eigentlich, uns zeigen, wie es geht? Ihr kriegt das auch nicht besser hin. Es sei denn, sie investiert endlich was in unsere Produktion. Habt ihr es gehört? Ja. Das heißt, mit unserem Kino wird es heute nichts. Gott, was für ein Tag. Ja? Entschuldigung, Mutter Oberin. Ich muss mit Ihnen reden. Es ist wichtig. Ja. Also? Als mein Verlobter den Unfall hatte, da haben sie mir angeboten, die Weine nachholen zu dürfen. Und jetzt haben sie sich's anders überlegt? Nein, nicht überlegt. Ich möchte nichts sehnlicher. Aber ich krieg ein Kind von Martin. Schwester Lotte meint, ich könnte trotzdem hier wohnen bleiben. So natürlich nicht hier in der Klausur, aber drüben in der alten Scheune, da ist doch eine kleine Wohnung, wo der Verwalter früher gewohnt hat. Ein Kind? Ich freue mich für Sie. Auch wenn es bestimmt nicht einfach werden wird, ohne einen Vater. Ich weiß. Aber dann habe ich doch was von ihm mein Leben lang. Ich habe nichts dagegen. Nur schauen Sie sich auch nach etwas anderem um, sicherheitshalber. So wie bisher kann es hier nämlich nicht weitergehen. Glaub mir, Katrin, er hat genauso viel Angst vor dir und deiner gnadenlosen Kritik wie du vor ihm. Das hat er gesagt? So ähnlich. Und er liebt dich. Also gib ihm eine Chance. Hilf ihm ein wenig. Da kommt er. Jetzt bist du dran. Na los doch. Du brauchst jetzt keine Angst mehr vor mir zu haben. Ich gehe jetzt in eine Therapie. Warum hast du denn nie etwas gesagt, Kind? Ich will doch nur dein Bestes. Dann lass es mich selber finden, ja? Ach, Katrin.
Ich habe eine Lehrstelle für dich gefunden an der Schreinerei Waldkorn. Danke, Schwester. Ja, danke. Ihr schafft das schon. Und mit Musik geht sowieso alles besser. Wer kann denn das sein, Mausi? Hast du etwa schon einen Verehrer? Hm? Komm, schau mal nach, wer das ist. Darf ich hereinkommen? Was meinst du, Mausi? Wollen wir die schwarze Frau in unser trautes Heim lassen? Hm? Ich wollte sie eigentlich nur fragen, was die Mutter Oberin bei Ihnen wollte. Hast du es gehört, Mausi? Die schwarze Frau kriegt es mit der Angst. Jetzt hören Sie doch mit diesem albernen Getue auf, da wird einem ja schlecht. Was ist das überhaupt für ein Name für eine Katze? Mausi. Na gut. Ich kann Ihnen sagen, was Ihre Chefin vorhat. Sie will den Krempel hinschmeißen. Das hat sie vor. Auf gut Deutsch, sie will ihren Job hinschmeißen, ja? Und vorher will sie noch klar Schiff machen und das Kloster loswerden. Das hat sie gesagt. Ausgerechnet zu Ihnen. Was heißt hier ausgerechnet zu mir? Ja? Mit Ihnen kann sie offenbar nicht reden. Weil sie von Ihnen kein Verständnis erwarten kann, so wie Sie sich versteift haben in der Angelegenheit, im Alleingang. Aber was reg ich mich auf, Mausi, gell? Hauptsache, wir haben uns beide, ja? Und da erledigt sich alles von ganz alleine. Ich habe gedacht, wenn ich Ihnen dieses Tierchen vor die Türe lege, dann kommen Sie ein bisschen mehr auf den Boden zurück. Was? Aber bei Ihnen ist ja Hopfen und Malz verloren. Moment, wie war das? Die Katze kommt von Ihnen? Hast du gehört, Mausi? Du kommst von der schwarzen Frau. Lotte, endlich bist du da. Was soll ich machen? Das Essen ist fertig und wir warten alle, aber die Mutter Oberin sitzt in der Kapelle und niemand traut sich, sie da zu stören. Ich weiß, ich habe kein Recht auf eine Antwort. Aber vielleicht täte es Ihnen ganz gut, einmal mit einem anderen Menschen zu sprechen. Sie... Sie sind so alleine. Und ich verstehe auch, warum. Wenn man die ganze Verantwortung trägt für so viele Menschen und Klöster, dann wird man zwangsläufig einsam. Und es fällt einem schwer, sich jemandem anzuvertrauen. Da sagen Sie etwas Wahres. Bitte, ehrwürdige Mutter. Mütter und Kinder müssen einander vertrauen. Wer sonst? Und Sie sind unsere Mutter. Nein, nein. Ich habe nur die Rolle der Mutter. Man hat mir gesagt, dass ich nicht mehr lange zu leben habe. Nein. Doch. Und ich bin dabei, Bilanz zu ziehen. Und es ist schmerzhaft, weil mir war es nicht gegeben, wie Ihnen, so unerschütterlich und selbstsicher durchs Leben zu gehen. Ich musste es mir mühsam erarbeiten. Und da macht man viele Fehler. Mutter. Kommen Sie. Wir wollen die anderen nicht so lange warten lassen. Außerdem muss ich endlich was essen, sonst falle ich um. Ich habe eine Brezel für Sie.